Unser Mann im Straßenwahlkampf. Ingo Wolski rettet die SPD. Mit dem Motto, was können wir dafür, wenn die uns die Themen klauen? Bei uns in der SPD ist es natürlich so, dass wir die Themen aufgreifen und ganz häufig werden uns die dann von den anderen Parteien aus der Hand genommen. Dabei war das eigentlich immer unsere Idee. Also wollen wir euch Philipp Dinghardt von der CDU vorstellen, das meine ich, dass Sie das meine ich zum Gespräch bereit sind? Dass, nee, das, Herr Meyer-Dinghardt, das ja. war, den Mann habe ich nun eben angesprochen. Ja, aber es ist ja Wahlkampf, ist ja mein gutes Recht, dass auch wir... Näher. Ja. Also da rein von der Warte her alles gut. Ja, aber das... ist ein schönen Tag. Weil ich wollte eigentlich ein Gespräch mit Ihnen führen. Ja. Ich war zuerst da. Ja. Ja, bitte, bitte, sprechen Sie doch. Ja, dann sprechen Sie. Ja, dann verhalten Sie sich auch mal entsprechend ruhig. Ja, bitte schön, sprechen. Also, wir haben praktisch Themen auf der Agenda, wie wir wollen, dass Sie rentensicher sind. Es geht um die Bildung, es geht um gute, sichere Arbeit. Die positiven Dinge picken die sich raus und vermarkten sie als ihre eigenen. Ja, ja. Aber machen das genau. besser. Aber geschickt. Sie ahmen immer die SPD nach, gucken immer so nach, schielen immer nach links oder nach rechts und denken sich, ah, stimmt, das haben wir vergessen. Das müssen wir auch noch auf unsere Agenda schreiben, damit wir damit auch so. Argumentieren können. Ja, aber das ist ja alles für wir sagen, und das ist, glaube ich, auch in Ihrem Sinne, mehr Arbeit, mehr Bildung, mehr Gerechtigkeit. Ja, dafür steht die SPD. Dafür steht die SPD. Ja. Und wissen Sie, wenn wir... Aber wissen Sie, was die SPD anfasst, ist ja manchmal halbgarer Kram. Deshalb haben wir von der Union gesagt, noch mehr Arbeit, noch mehr Bildung und noch mehr Gerechtigkeit. Für Sie. Ja. Für Sie wollen wir uns darüber so können Sie den Herrn machen? Ich gebe das gerne in die Hand, aber es klingt sehr geklaut wirklich jetzt. Ja, ja. Sie vielleicht einfach ein Bild machen. Also wir überlegen uns, wir wollen Themen wie Instagram, Hipstagram, macht Facebook, ihr einfach mal die Daumen so ein bisschen nach vorne. Hello? Ich sehe gerade, Sie sprechen mit meinem Kollegen von der SPD hier. Ach, was für ein Zufall, ja, was für ein Zufall. Wollte ich noch mal sagen, das finden wir eigentlich ja, auch. Ne? Das finden wir im Wesentlichen auch. Nur wir haben natürlich noch die Kanzlerin von Tom. Martin Schulz. Oh Martino. Gott. Ja, Martino Schulz. Ich will den Digit. Der ist der Mann. Weil der hat keine. Da hatte keine Chance. Glauben Sie, Herr Meyer-Dinghardt, dass es für die absolute Mehrheit reicht? Also das kann ich mir gut vorstellen, wenn Sie uns alle ordentlich unterstützen. Hier in Hamburg hat die SPD... Dann machen wir aus. Dann sage ich vielen Dank. Mir gibt er nicht die Hand. Ich freue mich auf den Herbst. Alles klar. Sie verderben mir den ganzen Wahlkampf, Herr Meyer-Dinghardt. Das Wolski. Ach, Wolski. Ach komm, Wolski und Meyer-Degenhardt. Ein Traumpaar ohne Traum.